Ich bin Christian Holzknecht, ich bin Menschenfotograf und ich liebe es, die Menschen in ihre Begeisterung zu bringen. Innere Schönheit ist das Thema meines Vortrages. Nona nicht, wir Fotografen machen ja sehr viel mit der Schönheit, nur früher war es immer ausschließlich die Äußere. Bis mir aufgefallen ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die im Außen nach gesellschaftlichen Maßstäben sehr schön wären und sich trotzdem nicht schön fühlen. Daraufhin bin ich losgezogen, habe mit Mentoren und Coaches gesprochen, habe mich selber weitergebildet, um herauszufinden, wie genau machen wir es eigentlich, wenn wir uns nicht schön finden. Des Weiteren begegne ich in meinem Beruf natürlich sehr vielen Menschen, die auch sehr viel zu sagen haben. Unter anderem zum Beispiel Reinhold Messner, der uns schon einmal vorausgegangen ist auf den Mount Everest ohne Sauerstoff. Oder ich erzähle von John. Er ist eine Begegnung, ein Obdachloser, der in New York einfach nur an mir vorbeispaziert ist, mir in die Augen geschaut hat und ich wusste, er will uns was erzählen. Auch das will ich euch erzählen. Oder Tarik, ein Herzkind, der so auf die Welt gekommen ist und entgegen jeder Prognose der Medizin einfach weiterlebt. Vanessa Münstermann hat mein Leben auch nachhaltig verändert. Ihr Leben wurde auch nachhaltig durch eine Säureattacke verändert. Und all das hat für mich wichtige Informationen geliefert, die ich euch nicht vorenthalten mag. Darüber spreche ich, das begeistert mich. Wir Menschen sind alle perfekt, so wie wir sind und ich tue alles, was in meiner Kraft steht, euch dieses Gefühl zu vermitteln. In diesem Sinne hoffentlich bis bald bei einem meiner Vorträge. Christian Holzknecht.